Okay, Füttern geht wieder. Ich hab noch niemand ausprobiert. Ist er wieder schön satt. Dann brauchen wir das Boiled Meat im Titano. Möchte das jemand verarbeiten oder soll ich es rausschmeißen? Ja, wir können zwar arbeiten. Dann nimm's raus, bevor ich es rausschmeiße. Alter, du hast doch ein bisschen was von einem Galeerensklaven da oben, ne? Ich muss halt aufpassen. Ich muss halt gucken, dass hier so wenig wie möglich. Ja, ich finde das aber in Ordnung, ich finde das gut. Weil. So einen könnte ich auch mal gebrauchen, der mal mein Inventar guckt und sagt, wo ich raus soll. Ich wäre auch gerne, also das wäre mein Traum da sein, in Ark wäre, dass ich ein Titan wäre, der immer da sich um mein Gewicht kümmern müssen. Der Rest ist auch nicht ganz so angenehm, es wurde ein Haus auf meinem Rücken gebaut und es rennen ganz schnell die Leute drauf rum. Da kam gerade eine Schadensmeld. Sound? Der André will hoch. Also, okay. Man könnte ja für Zidi ja doch so eine Trommel reinbauen, damit er. Ne? Ja, das habe ich in den Kommentaren gelesen. Wir sollen unbedingt eine Wardrum. Die Mod ist nicht installiert, glaube ich. Es gibt ja normale Wardrums. Ja, die ist ja auch total lame. Da mache ich am besten Geräusche. Wozu soll die Wardrum sein? Nur um Lärm zu machen, oder? Ja, um den Gegner einzuschüchtern. Lass mich kurz hoch. Jo. Ist jetzt gar nicht drauf. Achso. Ist das Wasser tief genug und muss ich hier abspringen? Ich bin auf Nummer sicher. Kann vielleicht jemand das ganze Chitin woanders hinpacken? Das nervt mich. Da muss ich immer so viel runterscrollen. Jo. Kannst du einfach Suche eingeben. Also, der leeren Sklave darf ruhig ein bisschen scrollen. Boah, das mach ich schon die ganze Zeit. Ich mach eigentlich fast gar nichts anderes mehr. Scrollst nur, ne? Ja. Ist das hier eine. Wie nennen wir das? Sehenscheidentzündung? Scrollcenter. Callcenter? Der war jetzt sogar richtig witzig, ey. Ja. Also wie ein Callcenter oder was? Ja. Machst du den irgendwie kaputt? Sorry, Lucian, dein Witz gerade destroyed. Ja, ich habe halt manchmal eine längere Leitung. Ne, dann. Ich habe die längste Leitung. Weil hier muss ich mich auf jeden Fall mal ein bisschen umgucken, ey. Weil ja definitiv gerne mal Leute vorbeigucken. Das ist nicht das erste Mal. Und gerade sehe ich keinen. Jo. Bisschen so, dass von unten keiner drauf schießen kann. Ja. Und zwar versucht die so zu stellen, dass die. Alter, kann weitergehen. Geil. Wenn du jetzt anklickst, kannst du links das Pickup. Gleich unter Demolish. Wie viele Kugeln soll ich machen? 10. 12 kann ich machen momentan. Ja, du machst 12 gleich. Eine Kugel macht 10.000 Schaden, ne? Ja, irgendwie immer ein bisschen mehr. Warte mal. Ich glaube, 11.000 steht in der Tabelle. Man müsste halt eine Kiste daneben stellen. Wenn man Klassen, jetzt ja. Die so hier aufstellt, schießt die dann durch die Struktur. Also, da schießt da durch? Die schießt da durch, ne? So? Ja. Das Problem ist halt, wenn du die jetzt. Nö, geht. Ich denke mal, wir werden die nicht wirklich viel ausrichten. Also minimal, weil Xilia sich auch die ganze Zeit bewegt. Nicht unbedingt. Na, im Kampf denke ich mal schon. Naja, Xilia muss einfach jetzt einkalkulieren, dass die Kanone da ist. Und das wird er, glaube ich, auch machen. Was meinst du, Mo-Kiste setzen? Weil das sind die meisten Turrets und so. Wo ist denn eigentlich ein normales Lizzy? Direkt vorne beim Führerhaus. Ja, aber das muss man überlegen, wenn wir zwei Kanonen haben und wir kriegen die Breitseite dahin, dann es müssen halt nur irgendwie 14, 15 Schüsse sitzen. Sagen wir mal 16, 17, wenn da irgendwie Strukturen davor sind, dann ist der Titan down deck vom Gegner, ne? Brauchen aber zwei Leute, ne? Einer, der nachfüllt, einer, der feuert. Nö, das kannst du selber machen. Also ich habe das bei Scorched Earth, habe ich das
fast genauso schnell schießen können dadurch. Ja, ich habe jetzt nochmal so Wände gesetzt, dass man rechts und links so ein bisschen Schutz hat, dass man nicht direkt weggesnipert wird. Ja, wir müssen eh neben die Kanone eine Kiste machen, wo die Kugeln dann reinkommen. Ja, ich habe schon eine Kiste. Ja. Ja. Da hast du die Wände dann gut. Warte mal, dann machen wir das so. Also natürlich geht es ein bisschen schneller, wenn zwei Leute dran sind, aber es ist effektiver, wenn zwei einzelne Leute an jeweils einer Kanone sind, die ein bisschen das schon geübt haben mit dem Abfeuern und so. Das geht deutlich schneller dann, die Feuerrate. So, ich check jetzt mal den Sub-Zero-Spot. Dass die Kiste nicht sofort kaputt geht, weißt du? Kann mir ein paar Boote bekommen. Das bringt nichts mehr. Bringt nichts mehr, das bringt nur was für dich. Achso. Wenn du es selber machst. Wir haben hier einen Affe gefunden von Diablo Legacy, so ein Gigantopithecus. Sollen wir den töten oder? Klar. Hallo? Ja, alles was rumrennt. Kannst du ihn auch streicheln? Genau. Oder füttern? Wenn man groß und stark ist. Können wir mit dem Titan gehen und dann können wir ins Gesicht schieben. Einfach um zu gucken, wie viel Damage die macht, würde mich eigentlich fast interessieren. Und war Fiber drin? Nee, Bären. Ja, wir müssen eigentlich jetzt hier gleich hin, aber wir gehen außen rum lieber. Okay. Überfallen. Das ist krass, ne? Ich habe echt noch keinen Titan gesehen. Also, die müssen alle Dschungel sein. Vielleicht Vulkaninsel. Vulkaninsel könnte ich mir auch gut vorstellen beim alten Crusader-Spot. So, hier ist Sub-Zero, glaube ich, gewesen. Also ich hätte festgerechnet damit, dass jetzt hinten der Schrott von Titan ist. Kurz weg. Nee, das ist leer, der Spot, Leute. Ja, wollen wir da hinlaufen? Also hier ist halt übelst viel Eisen und Kristalle. Aber, ja, du bist übelst unflexibel dann vom Redwood. Ja gut, wir sind auch von da, wo wir stehen, unflexibel. Wir sollten vielleicht eher gucken, dass wir den dann langsam mal in die Mitte stellen irgendwo, dass wir halt übelst schnell, also nicht übelst schnell, aber immer quasi überall relativ schnell ankommen, wo Gegner sind. Regnet, wenn einer Wasserflaschen auffüllen will? Ich meine, Eisenkristalle ist halt hier. Ja, Perlen und so müsste auch übelst weit, also Polymer auch. Ja, dann wäre ich auf jeden Fall mal für einen Umzug, weil ich kann die Gegend hier nicht mehr sehen. Ja, kann ich nachvollziehen. Lagerkoller? Ja, so ein bisschen, also... Ja, wir ziehen ja bald los, also irgendwie nicht. Also ich hätte das ja damit verbunden, im Zug mit einer ersten Attacke sowas, ne? Und dann je nachdem, wo wir stehen, bleibt mal halt. Ja. Wo wissen wir jetzt hin, mal was? Geradeaus weiter auf der rechten Seite bin ich, hier ist schon einer. Wo gibt's denn im Redwood Biome noch einen guten Spot? Ganz am Ende hinten, hast du da? Ja. Da, wo Fizzy Bubble gebaut hat. Ja, genau, ja. Da wahrscheinlich noch, ja. So, der kommt runter, Bugs. Ziel, du passt ja gar nicht auf. Ich passe auf. Aber ich würde mir jetzt schnell mal eine Gerstenfallschale holen. Gehst du mal gemeinsam? Kurz AFK. Ich bin rechts von dir. Da kann man hin. Ja, ja. Hier kannst du stehen. Roland. Ja, genau. Ah, stimmt. Warte. Hier liegt ein toter Vogel von irgendwelchen Leuten. Ein Terror-Bird, ein toter. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier eben welche waren eigentlich. Ist umgefallen. Was frisst der nochmal? Ach, Fischzeug, ne? Oh. Ein Spieler. Warum irgendein Fischzeug? Ja, ich hab hier direkt. Der erste Level ist halt jetzt ein Level 5er, oder? Ne, Level 80. Ja, da vorne ist ein Manta. Alter, da. Du könntest jetzt auf den Kopf springen, wenn du so skillig bist und vom Kopf aus dann auf die Base. Nee, aber sobald ich hier auf Körper bin, rutsche ich weg. Also. Der ist nackig. Das ist mein Diablo einer.
doch mal weg. Du störst mich gerade. Ich weiß. Oh, wieso leckt das denn jetzt so? Wieso hat er wieder Rüstung an? Der wollte sich gerade killen. Ja, der Bruder gleich. So eine Rakete drauf schießen sollen, ne? Dann kannst du die Waffe rausholen. Was rausholen? Waffe. Waffe. Ja. Waffe. Oh ja, auf dem Frosch die Waffe, Alter. Hast du? Ja, warte, ich hab hier zwei Mantis, die nerven gerade. Der hat zum Kanu getroffen. Das ist aber ein bisschen lecky, Leute. Wenn man den nicht trifft, ne? Wir haben Ericsson hat es gewesen, Alter. Bin wir sind ja nackig rumgerannt. Ist noch eine Möwe? Was hatte der Brunner mit der Rüstung? Du musst erstmal hier hoch. Hier, die ist nur 55. 185er Kanu ist das hier von denen. Wow, 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 jetzt der nächste. Der ganze Z drin. Das eine? Ich hab was im Inventar, ich wollte so ein Ding reinpacken. Das ist im Titan. Ey, Diablo muss hier irgendwo im Red Bull um die Base sein. Rennt schon wieder einer rum. Oh, ich kann nicht weiter drehen. Hast du Kreatin oder Schiff in der Tasche? Glaube ich. Hat hier einer ein Boot gebaut? Guck mal hier, Bugs, guck mal her. Wo bist du? Wo bist du? Da vorne. Buzelda. Yo. Oh. Nee, das ist ein Plesio. Oh, dammit. Da steht einer drauf! Ja. Wir snipen weg. Jo, der schießt. Er hat uns. Titan oder was? Nee, nein, Plesio. Nein. Plesio. Okay, interessant. Ein Boot. Pass auf, Bugs, ne? Ja, ich hab ihn zweimal getroffen. Pass auf, hinter dir! Oh, da war ich hinter dir. Alter! Das war zu spät. Jo, Maulwurf zurück. Aber wenn ich so meinen Rocket Launcher schieße, treffe ich mich selber, sehe ich gerade. Scheiße. Ich hab ihn getötet, aber auch meinen Wolf. Und den Bugsy sein. Wo ist denn der? Im Kanu irgendwas drin? Der Respawn-Counter stimmt nicht. Könntest du wieder respawnen, oder? Nee, ich kann in 2 Minuten 30 respawnen. Okay. Bist du definitiv PvP? Ja, bist du, ne? Ja, Casey. Bei 2 Minuten 30 ist normal. Also die normalen Einstellungen für PvP tot. Es ist jetzt auch nicht ganz so fatal, weil, wenn man einige Spieler gekillt hat, ich meine, der Titan, ist, wenn der tot ist, dann ist es egal, ob die respawnen oder nicht. Aber ich werde es jetzt nicht umstellen, ich stelle das dann wahrscheinlich nächste Session um oder so. Wundert mich aber, weil ich hab da eigentlich das reinkopierte Befehl. Also, keine Ahnung. Will mich jetzt gleich Turrets treffen, wenn ich hier reinlaufe? Ja! Ja, es schießen Turrets. Okay, Leute, hinterm Wasserfall ist ein Titan. Ich bin erschrocken, Alter. Ich bin abgestiegen vor Panik und. Ja, ich hatte Gott sei Dank von Lutz das Schild an, Alter. Nice. Hinter welchem Wasserfall war das? Hinter dem ganz großen im Redwood-Biom.
Hier gibt's doch noch einen Weg rein, hier kann man doch unterirdisch reinlaufen, dachte ich ja von ganz unten, oder? Irgendwie. Über den Fluss kann ich nur reinlaufen. Komm auf die Karte eben, warte. Eigentlich war das 60-30, also wenn ich jetzt auf die Karte guck. Bin jetzt 60,3, 29,7. Das ist ja geil, wenn ich jetzt einfach unterm Titan stehe und ich sehe ihn einfach nicht. Ja, vielleicht hat er sich auch weiter bewegt. War der denn in Bewegung gewesen? Der war eigentlich Richtung, also geguckt hat der Richtung, Richtung diesem großen Felsen und Wasserfall rechts. Das war eigentlich genau da, wo ich mit dem Bugs war, wo wir den Gigantopithecus kaputt gemacht haben. Schau zum großen Felsen. Ja, da müsste eigentlich ein großer Felsen sein, also der eigentlich quasi direkt an der Klippe ist zum Wasser. Ja, sehe ich schon. Also ich bin, wie gesagt, ich bin GPS, sagt mir 60-30 an, ich sehe ja keinen Titan. Mhm. Am besten Pelikan. Fliegen. Ja, ich vermute mal, die sind da hingelaufen, wo wir den Affe kaputt gemacht haben. Wir müssen sowieso jetzt da lang, weil ansonsten gehen wir jetzt einfach auf Diablo. Das ja. heißt, ihr könnt euch schon mal in Bewegung setzen in diese Richtung. Am besten, ihr steuert die Brücke an, wo es zum Redwood rüber geht. Ist eigentlich die Kanone genau dort, wo du sie haben wolltest? Ich dachte nämlich, du wolltest die ganz unten haben. Nee. Ganz unten nicht, weil unten kann der gegnerische Titan Damage machen. Also ich habe jetzt mir noch nicht angeguckt, ich hoffe aber, dass die Kanone oben ist. Ja, die ist oben. Also eine Etage Webtage. Unter dem Dach. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Titan kommen. Was? Nee, nix. Ja, lustig. Junge. Theoretisch könnten wir auf dem Weg zum Diablo den einen Titan da tamen und da. Mo, pass mal kurz auf den Vogel auf, bitte. Ich relock mal eben. Ich habe keine Lebensanzeige, seit ich tot war. Jo. Wie soll ich den skillen? Bis er 1000 Gewicht hat und dann weiter in Movement Speed. Okay. Mehr kriegt er nicht an Gewicht. Auch wenn Beamen benutzen muss. Naja, der zweite Pelikan war eh egal, der war... Was war der? Level 60 oder was? Ja, ist egal, man kann damit fliegen. Alles, was fliegen kann, ist cool. Ja, der war Level 90, war es 85 oder so, war der? Ja, ja, der war schon fertig gewesen. Ich glaube, Vorlevel war 60, aber naja, gut. So. Also wenn es okay ist, wollte ich mich dann auf den Pelikan hauen und ein bisschen scouten. Und währenddessen könnt ihr schon mal euch Richtung Redwood-Biom bewegen, zu dieser Brücke da. Und je nachdem, ob wir den Titan noch treffen, den Maulwurfen gesehen haben oder nicht, oder ich den finde, machen wir dahin. Oder wir machen Richtung Diablo, würde ich vorschlagen. Okay. Aber das ist ja eine Richtung erstmal, bis zu der Brücke. Muss man eh hin. Also der kürzeste Weg ist eigentlich quasi einfach nur geradeaus durch die Höhle hier vorne, auf der linken Seite und dann immer geradeaus. Genau. André, baust du das dritte Katapult eben noch schnell? Wir haben auch übrigens sehr viel Gunpowder auf Lager. Also ich reite schon mal kurz vor, ich will nur mal ganz kurz gucken, ob die noch an der Stelle sind. Ja, wir machen was mit den ganzen Tieren, mit den Parasel und so. Dann die verstecken wir hier, oder? Die ganzen Tiere, die wir nicht mitnehmen wollen. Nicht auf Follow mitnehmen? Also ich reite gerne in ein Kilo. Da gehen dann immer nur uns rein. Dann würde ich sagen, den Parasel lassen wir hier zum Beschützen, oder? Ja. Achtung, wir haben Pelikan mit über uns Spieler. Richtung Schneeberg, der dranhängt. Ja, ich sehe. Schießt ihn ab. Nee, ich komme jetzt weggeflogen. Ist schon weg. Ich habe einmal getroffen. Also das dritte Katapult soll jetzt quasi hier genau in die Mitte. In die Mitte, richtig? Genau. Der Pelikan, der da gerade fliegt, ist das Bugs, oder? Ja, bin ich. Ich habe den einmal getroffen. Ja, also Pelikan. Alleine würde ich da nicht hinterher fliegen, wir haben nur den einen Pelikan. Ich wollte nur mal gucken, welche Richtung die eingeschlagen haben. Warte, jo. Jo, dann mal bitte noch einer oben aufs Katapult kommen. Wir sind jo, ich komme. Bringt mal den Parasair noch da hinten in die Ecke, bitte. Ich wollte schon. Wohin gehst du? Lutz, soll ich mit dem Tiger immer so ein Stückchen vorlaufen? Nee. Sicher? Wir müssen ja unsere Sachen alle bemannen hier oben drauf. Ja, ist richtig, ich bin da sofort da, wenn was ist. Wer bedient die Kanone? Mau, ich mache das. Was habe ich denn für eine tolle Aufgabe? Na, wir haben hier oben noch ein zweites Katapult. Okay.
Okay, André, also wir scouten jetzt, wie gesagt, nur, ne? Wenn ich dann wieder zurück bin, da würde ich dann gerne ein Katapult mitbenutzen. Ja, wir hatten schon eins für dich. Ja, wenn du kommst, Beam, gehe ich runter vom Katapult. Dann mal übrigens, Samina, zieh dich ein bisschen ran. So, Celia, kannst du loslaufen? Irgendwie will niemand die Tiere in Sicherheit bringen, oder? Ach so, die noch mit dem Verstecken vielleicht? Ja, ich versteck die dort. Wollen wir durch den Tunnel fliegen hier? Kann ja auch gut sein, dass er gerade Titan durchläuft, weißt du, wir checken das jetzt nicht. Ah, das ist ein elendes Geruckel hier, alter Schwede. Echt? Bei mir über 90 Frames gerade. Nee, mit dem Vogel, so dong. Ach so, dong. Ja, sieht doch witzig aus, wie du dranhängst. Ja, da muss ich auch aufpassen. Ich kann nicht die ganze Zeit. Bannenbugs, ja. Ja, du musst da stehen bleiben. Die müssen doch hier irgendwo sein, oder? Also, nein, noch nicht. Nee, die sind, wie gesagt, wir haben die nicht gesehen, wir haben das jetzt alles abgeflogen. Da oben hängt ein 140er T-Rex an der Wand. Oh, 140er? Egal. Rechts oder links muss ich gehen?